Wenn wir in eine Mikrosonde schauen, dann sieht die Probe aus wie hier. Das hier sind drei Dünnschliffe, 1, 2 und 3, die sitzen auf dem Schlitten und hier unten ist der Tisch und der Tisch kann in X- und Y-Richtung fahren und ein bisschen in Y-Richtung, aber nicht viel, weil man eben eine sehr saubere Geometrie braucht in der Mikrosonde, wo der Elektronenstrahl wirklich senkrecht auf eine ebene Oberfläche trifft, damit hier unten die Proben, die Anregungsbirne und der Austritt der Röntgenstrahlen und so weiter alles sehr sauber geometrisch ist, um das dann sehr gut quantifizieren zu können. Hier vorne übrigens sind Standards noch mit eingebaut. In einem Rasterelektronenmikroskop sieht das jetzt anders aus. Wenn wir da reinschauen in die Probenkammer, dann ist hier unten die Probenbühne, da ist jetzt gerade keine Probe drauf. Und natürlich kann die auch nach rechts und links fahren, also in X- und Y-Richtung. Aber es gibt auch eine Z-Richtung. Das heißt, diese Probe kann hier auch sehr weit nach oben fahren. Und nicht nur das, die Probe kann sogar rotieren. Das wäre dann ein R für eine Rotation. Und die ganze Bühne kann auch noch kippen. Also sie kann auch nachher sogar so dastehen, diese Bühne, irgendwie schräg. Das wäre dann der T für Tilt. Damit hat man sehr viel mehr Möglichkeiten, diese Probe tatsächlich anzuschauen. Und die Probe kann auf dem Probenhalter, wenn hier dann irgendwie der Probenhalter ist, egal wie, kann die auch in 3D sein. Und man kann die sich auch schön in 3D angucken, vielleicht bei irgendwelchen paläontologischen Proben oder sonst irgendwas. Entsprechend muss die Probe vielleicht auch anders präpariert werden. Hierfür wird sie oft bespattert, also wird mit Gold, mit einem Goldfilm überzogen, die Probe, die hier dann in einer Spatteranlage gemacht wird, oder mit Platin, also entweder Gold oder Platin sind hier relativ häufig. Natürlich kann man hier auch ganz normale Dünnschliffe einbauen. Dafür gibt es auch Halter, die dann auch da mit Kohlenstoff bedampft sind. Das ist hier beides möglich. Die Vorteile, die man dann in einem Raster-Elektronenmikroskop hat, sind die, dass man durch diese, also hier oben dieser Polschuh ist, wo dann die Elektronen durchkommen und rauskommen, auf die Probe drauf, dass man hier diesen Arbeitsabstand ändern kann. Das nennt man dann Arbeitsabstand. Im Englischen wird es immer mit WD oder Working Distance abgekürzt. Und diese Working Distance führt dazu, dass man eine unterschiedliche Schärfe oder auch eine unterschiedliche Schärfentiefe erzeugt. Wenn man relativ weit oben ist, dann kann man nicht nur Schärfentiefe, sondern dann kann man hier auch eine sehr hohe Auflösung bekommen. Eine sehr gute Schärfe, aber die Schärfentiefe ist nicht besonders gut. Der Strahl muss hier zum Beispiel sehr stark abgelenkt werden, um diese äußeren, ja, wenn man sich das anguckt, um diese äußeren Ränder, wenn der wieder hier drüber rastet, und um diese äußeren Ränder zu erreichen, muss der Strahl immer sehr stark abgelenkt werden. Und dabei wird er auch mal ein bisschen defokussiert, wenn der Strahl sehr weit, sehr viel weiter nach unten geht, also man einen höheren Arbeitsabstand, höhere Working Distance hat. Und der hier drüber rastet, da muss der deutlich weniger ausgelenkt werden. Und bei einem höheren Arbeitsabstand hat man eine sehr viel bessere Tiefenschärfe. Tiefenschärfe bedeutet, dass gerade wenn man dreidimensionale Proben hat, also irgendwie sowas, und das hier ist dann der Probenhalter und da sitzt dann die Probe drauf, dass man dann nicht nur den Punkt hier oben vielleicht scharf stellen kann, sondern auch den Punkt hier unten oder der von weiter schräg kommt, der Strahl dann den Punkt hier unten dann auch scharf stellen kann. Also man kann das Objekt in seiner gesamten Höhe, wenn das hier die Höhe des Objekts ist, sehr gut scharf stellen. Das ist dann die Tiefenschärfe, die man hier erreichen kann. Und die Auflösung ist auch sehr hoch. Man kann hier bis vielleicht, wenn es gut läuft, vielleicht sagen wir 100 bis 300 1000 K für Kilo, 1000-fach vergrößern am Rasterelektronenmikroskop. Wir haben auch hier alle Möglichkeiten, Bilder zu machen, also BSE-Bilder, SE-Bilder. Es gibt auch oftmals dort angebaut Kathodolumineszenz, also CL als Farb oder als, also entweder als Farb oder auch als monochromatisch, also schwarz-weiß bzw. Graustufen. CL.
Und was man auch sehr häufig hat an Rasterelektronenmikroskope sind noch EDX für zumindest qualitative Analysen. Man kann aber auch am Rasterelektronenmikroskop standardisieren, zumindest teilstandardisieren auch, um dort quantitative oder relativ gute quantitative Analysen zu haben, aber natürlich nicht mit der hohen Auflösung wie an der Mikrosonde. Dadurch, dass es kein WDS gibt, sind auch die Kosten günstiger als an der Mikrosonde, vielleicht nur die Hälfte oder drei Viertel oder sowas, je nachdem. Also macht auch einen großen Unterschied. Was man hier natürlich auch einstellt, sind KV und Strom. Den Strom stellt man hier ein bisschen anders an. Das wird über die Spot Size, heißt es dort, geregelt. Das ist ein bisschen, weil es gibt dort kein Faraday-Cup im Raster im Vergleich zur Mikrosonde. Das heißt, man kann meistens nicht direkt den Strom messen. Deshalb wird es dort ein bisschen anders gemacht. Also der Aufbau vom Raster und die Funktionsweise und auch die Bedienung ist insgesamt alles ein klein wenig nicht simpler. Sie ist halt anders optimiert, ja. Also das Raster ist optimiert für Mikroskopie. Ja, das ist auch mit dieser Tiefenschärfe und so weiter. Und die Mikrosonde ist optimiert für quantitative Analysen. Und man muss jedem überlegen, was man braucht. Das macht manchmal auch Sinn, zuerst ans Rasterelektronenmikroskop zu gehen und danach an die Mikrosonde, um seine Proben entsprechend zu untersuchen. So ungefähr funktioniert das Raster, oder das ist in Kürze der Unterschied vom Raster zur Mikrosonde.